Silent Hill, alche Miller-Freunde. Willkommen zurück bei einer neuen Mod. Eine Half-Life 2 Mod. Im Zuge. What happened? What am I doing here? I don't know, was ich hier mache. Aber das Erste, was ich machen muss, ich begrüße euch natürlich recht herzlich hier, Freunde. Aber ich muss ja einmal diesen Sound runterstellen, denn immer wenn man wieder ein neues Spiel macht, dann schaltet sich der Sound wieder automatisch hoch. So, und ich heiße euch willkommen. Wir spielen heute tatsächlich Silent Hill Alchemiller. Ist eine Mod für Steam, auf der Half-Life 2 Engine basierend. Und geil, ne? Einfach hier Silent Hill in der Ego-Perspektive ja mal ein bisschen rumlaufen. Ich kenne das nicht. Also ich hab's nur am Rande mitbekommen, dass es diese Mod hier gibt. Da dachte ich mir, wir als alter Silent Hill-Fan, guck uns doch mal ein paar Poster hier an. Ne? Johnny ist auch dabei hier. Was ist denn hier los? Okay. Okay, ich übersetze mal kurz. Hä? Ja, jetzt. Das ist der letzte Tag, den ich hier in meinem alten Raum verbracht habe. Zu viele schlechte Erinnerungen. Ja, sind hier festgehalten worden. Und morgen werde ich ins Aschefeld treten. Ich werde hinüberlaufen in die Hölle. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich möchte das Haus nicht verkaufen. Und die Fremden, die sollen hier nicht leben in diesem Haus. Es ist mein Haus. Mein Haus! Mann. Es fühlt sich immer noch so an, als würde ich dieses Haus verlassen. Etwas Wichtiges ist hier verborgen. Nur was ist die Frage? Ist hier tatsächlich was Wichtiges verborgen? Oder ist hier vielleicht was anderes verborgen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Okay, was haben wir hier? Haben wir noch was? Was ist das denn hier? Arthur Spooner? Ach ne, ist ein Schlüssel. Okay, mit E können wir aufheben, die Sachen. Okay. Kennen wir bereits. Das ist wohl überall dasselbe hier. Können wir uns auch hinhocken? Hä? War gerade ein Death. Ein Geräusch of Death auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall willkommen zurück in einer neuen Episode, in einem neuen Let's Play bei Silent Hill. Alchemiller. Und ich bin echt sehr gespannt, was der Modder hier aus diesem Setting hier gemacht hat, aus dem Silent Hill Setting. Wir sind hier schon in so einem Haus. Das hier ist also das Haus, das offensichtlich nicht verkauft werden möchte, aber ihr kennt das ja. Manchmal kann man die Rechnung nicht zahlen. Nur ein altes Polaroid-Foto, mehr nicht. Bevor er starb, mein Vater. Stand da? Used to get blind drunk. Ah, hat er sich blind getrunken oder was? Ja, er hat wahrscheinlich so viel gesoffen, dass er nichts mehr mitbekommen hat. Ja, nur Bücher, Souvenirs und alte Familienfotos. Der Stuhl macht hier einen Abgang. Oh. Okay, er hat die ganzen Sachen hier rausgeholt auf jeden Fall. Hier ist nichts mehr drin, ne? My parents' bedroom. Wer sind wir denn? Welcher Knilch? Was war das denn gerade? War da nicht gerade ein Gesicht? Lol, warte mal. Boah, sieht so aus, ne? Von hier, ne? Ist ja das so ein Gesicht oder so? Ah, ich habe keine Taschenlampe. Okay, was ist das hier für ein Raum? Ist das etwa der Raum von der Schwester? Oder ein Gästezimmer? Ah, Großmutter hat auch bei uns gewohnt. Ah, Großmutter. Ja, schön, ey. Ja, wohnt die ganze Familie hier zusammen, ne? Das Telefon ist auch noch heile auf jeden Fall. Damit kannst du immer schön nach draußen telefonieren, wenn du denn Bock hast. So, wir werden uns jetzt hier weiter umschauen, Freunde. Und ich habe schon lange keinen Horror-Let's Play mehr aufgenommen, regelrecht. Das letzte war jetzt war Resident Evil 7. Aber das ist natürlich auch für die PlayStation 4 gewesen. So mit der Maus ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, ne? Da hast du ja doch nochmal den anderen View hier, den Personal View irgendwie. Fühlt sich alles irgendwie besser an. Ich weiß auch nicht, aber was ist das denn hier? Ein Dachboden? Okay, und die Treppe nach unten? Ich gehe auf den Dachboden, Mann. Scheißegal. Da kommen wir nicht hoch.
unten wieder diese typische Silent Hill Atmo-Mucke. Okay, Äpfel, ja. Also Äpfel habe ich auch immer hier überall in der Bude hängen. Die inspirieren mich, wenn ich die sehe. Wenn ich dann morgens runtergehe, dann habe ich schon gute Laune, wenn ich die sehe. Ah, guck mal, hier sieht mir einer an. Der ist also verschlossen hier, die Tür. Der Balkon ist wahrscheinlich auch zu. Boah, der ist offen. Ich wollte noch gar nicht raus. Warte mal, ich bleib erstmal noch drin hier. Nicht, dass wir irgendwas übersehen gleich. So, so, so. Das ist also die Familie, ja. Die Familie. Books und Souvenirs. Souvenirs. Ja, manchmal haben wir TV zusammen geguckt. Wie eine Familie. Tatsächlich, das machen Familien manchmal so. Also ich halte das auch für ein Gerücht, aber... Ja, der Kühlschrank ist natürlich verschlossen. Und ich sollte es lieber nicht öffnen, solange wie er verschlossen ist. Wer weiß, was da alles umherkommt. Oh, Alter! Was ist das denn? There is no water. Okay, okay. Da hat gerade so eine Art Kakerlake irgendwo, die herumkreucht. Was ist das denn? Eine Pizzaschachtel ist auch noch hier. Luigi's Pizza, oder was? Mann, Mann, Mann. Hier ist auch nicht mehr viel los gerade, so, ne? Noch ein paar Äbel. Hier kannst du halt deine Jacke aufhängen, aber... Okay, die Tür ist besoffen, ey. Kriegen wir nicht auf. Das ist eine hochwertige Übersetzung hier bei Silent Hill. Wart mal ab da. Ah, oh, guck mal, hier hat Grandma immer gesessen, ne? Guck mal hier. Und hier saß ich immer daneben, ne? Hab immer die Geschichten angehört von Großmütterchen. Großmütterchen, ach Großmütterchen, erzähl mir doch noch eine Geschichte. Ja, mein Junge. Welche willst du denn heute hören? Die mit Zombies oder mit todbringenden Raketen? Ich hab mir beide angehört. Boah, Alter. Hier los. What the hell's going on here? Boah. Scheiße, mal die Alarmglocken, Alter. Von Silent Hill. Was zur Hölle? Scheiße. Bah. Da wären wir also. In good old Silent Hill, wie mir scheint. Was für eine Stimmung hier. Alles ziemlich düster gehalten. Okay. Und wir schauen uns hier gerade offenbar indirekt um. Ist das hier so eine Art Krankenhaus oder so? Was wäre ja typisch für Silent Hill. Boah, wer weiß, was da hinten lauert. Ich will's gar nicht sehen. Ich will's nicht sehen, du auch nicht, ne? Oh, der lädt. Boah, so. Ja, fast wie zu Hause hier, ne? Da muss man auch mal sich die Ladebalken ertragen. Okay, komm. Komm schon. Komm schon! Ah, ich bin geblendet! Okay, wir sind ja da. What the hell is this place? Fuck. Kommen wir denn jetzt hierher? Okay, Alchemilla Hospital. Ach so, deswegen heißt es also Alchemilla. Da lag ich ja doch gar nicht mal so falsch mit meiner Vermutung gerade. Ich lag auf jeden Fall richtig, glaube ich. So, weiter geht's. Ah, ja. Hier werden also die Kranken behandelt, ja? Aber Alchemilla ist das jetzt hier schon in Silent Hill, also weiß man das? Wohnt der Gute hier auch in Silent Hill, oder ist das eine andere City, wo der herkommt? Man weiß ja noch nicht viel über den Protagonisten. Okay, diese Tür können wir nicht öffnen. Das wundert mich nicht wirklich. Wir sollen natürlich hier reingehen. My head. Was I dreaming? Gotta be because of the drugs. Wir haben kein Geld dabei. Scheiße. Achtung, Achtung, liebe Mitarbeiter. So, was haben wir denn hier?
Also der dritte Flur ist auf jeden Fall in einer sehr brenzligen Situation und müsste wahrscheinlich mal general überholt werden. Ich glaube, das gucken wir uns mal an. Der dritte Flur, das merken wir uns schon mal. Ja, die Treppen, da muss man nochmal nacharbeiten, glaube ich. Ja, und falls denn dann doch nochmal irgendwas sein sollte, dann werden auf jeden Fall diese Techniker hier hingeschickt. Ne? Aber ich muss mal gucken, ne? Neben der Treppe auf jeden Fall könnte ein Schlüssel gefunden werden beim Construction Team. Okay. Ja, die werden da jetzt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Aber schauen wir mal. Vielleicht sind ja noch die Überreste zu finden. Wer weiß, wer weiß. Ja, schöner Tisch. Hallo. Er ist jetzt hier gerade natürlich ein bisschen... Oh, warte. Stand da? Okay, wir werden auf jeden Fall eine Toolbox finden, also eine Werkzeugkiste. Ein Administration Room, da gucken wir gleich mal rein. Okay, und dann sollen wir natürlich die Treppe reparieren. Das ist jetzt die Frage, ob wir das nicht noch indirekt irgendwie machen müssen. Genau, Waterpipe, also Wasserrohr hier. Okay, falls wir das jetzt ausfüllen mit Wasser, dann wird es kurz aus dem Generator. Okay, und mit dem Patienten... Connected. Okay, das ist wahrscheinlich der Ventilator. Also das ist halt, der Medical Ventilator ist natürlich kein normaler Ventilator, sondern wahrscheinlich dieses Beatmungsgerät oder so, so ein künstliches. Das Telefon funktioniert nicht. Yeah, Baby, wir haben's. Wir haben die Flashlight, Mann. Yeah! Flashlight auf Doom, ey. Also auf jeden Fall ist cool, ne? Es ist halt relativ gechillt hier, geht's hier lang, alles geil. Exam Room, okay. Boah, da geht's schon los, das erste Zeichen hier von Silent Hill. Okay, ich will jetzt aber hier ein bisschen mal was suchen da. Boah, Alter, was ist denn los? Okay. Können wir die Dinger da nehmen? Nee. Die Tabletten brauchen wir gerade nicht. Was hatte denn der Patient? Ja, die Knochen sehen doch ganz gut aus hier. Hat sich leider nur die Wirbelsäule angeknackst. Aber sonst. Nichts Interessantes, möchte ich meinen, ne? So, das Zeichen, da habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Da gehe ich auch nicht hin. Da klicke ich auch nicht drauf. It's not opening. Ja, siehst du. Also die Toolbox kriegen wir nicht auf, ne? Fragt sich natürlich nur, warum. Vielleicht brauchen wir noch irgendwie... eine Schere oder irgendein Messerchen, um das aufzuschneiden. Boah, hier draußen, ey, da will ich auch nicht leben. Die Tür stinkt. Okay, hier kriegen wir jetzt keine Toolbox. Wieder zurück. Hey, hier muss doch irgendwas sein zum Aufmachen, oder? Warte mal. Ein paar Mini-Rätsel hier. Ist das der Administration Room hier? Boah, ist hier alles für Medikamente rumhausen. Guck mal hier. Doktor... in seiner Pflicht. Moderne Medizin. Ja, viele, viele Drogen, aber wer weiß, ob wir hier nicht irgendwas nehmen müssen, ne? Vielleicht sind wir auch gerade auf Droge. Ja, Prevention ist natürlich immer eine gute Sache, ne? Falls ihr mal irgendwie zum Arzt müsst oder so, Vorbeugung ist immer ein großes Thema. Ach du Kacke, es geht ja jetzt hier noch weiter, ey. Jetzt haben wir hier nicht irgendwie eine Karte oder so? Nee, ne? Medicine Room, okay. Müssen uns mal merken, dass wir hierher kommen, nicht, dass wir uns hier gleich irgendwie verlaufen oder so. Locked from the other side. Und das hier ist also ein Ausgang. Natürlich ist die auch besoffen hier, die Tür. Ah, hier, Doctor's Office, da müssen wir rein. Okay, da können wir mit dem Schlüssel rein. Aber bis jetzt ist es absolut nicht gruselig, aber ich weiß nicht, was du hast. So ein bisschen eklig aussieht die Umgebung und alles, ne? So, Baby, come on. Da können wir noch hier was benutzen hier. Boah, komm schon. Kannst du das nicht drehen, Alter? Hast du keine Knochen da, oder? Looks like the fridge is not working. Hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn hier überhaupt mal irgendwas funktioniert. Weiß nicht, ob ich mich jetzt hier irgendwo hinbücken muss. Soll ich mal ganz kurz in die Options gucken? Also Tastatur. Gesprinten haben wir, E haben wir, Taschenlampe haben wir natürlich, Gehen, Steuerung. Ah, mehr haben wir nicht, okay.
Hier muss doch jetzt irgendwas sein, ne? Warte mal, was ist denn hier los? Ach du Kacke. Hä? Was hier denn los, Alter? Lol. Können wir da jetzt hier das so wegnehmen? Das ist ja auch krass, ne? Das ist ja jetzt ja zu typisch Half-Life-Engine. Da können wir auch alles benutzen eigentlich. Ah. Okay, dann ist auch noch eine Door. Ach du Kacke, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Nice. Eine gute alte Kurbel, ey. Gute alte Schraubenschlüssel. Gut, dass wir da nochmal ein bisschen näher geguckt haben hier. Dann können wir jetzt nämlich nochmal in den Medizinraum zurückgehen und uns da das gute Stück holen. Oder sollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Warte mal. Director's Office. Ah. Hier haben sie einen Film gedreht. Ist der Executive Director hier am Start. Muss ein Pornofilm gewesen sein. Boah, was ist hier denn los, Alter? Okay, Test für die Vorbereitung. Psychologische Vorbereitung. Halluzination, Paranoia. Hat der Patient am Start? Das ist natürlich handelsüblich. Das hat ja natürlich jeder Patient, ne? Der sieht einfach alles und jeden, ne? Gegner. Jeden, der er sieht, ist ein Feind. Ne? Kennst du ja, wenn du draußen gehst in die City, das ist auch ein Feind. Jeden, den du siehst, ne? Deswegen gucken auf alle Leute immer nur auf ihre Handys. Ja, überall Monster ist auch klar, ne? Geile Mucke hier gerade, was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir jetzt wieder nix. Boah, komisch so, ne? In so einem Game rumzulaufen, was halt so Silent Hill sein soll. So eine Ego-Perspektive. Also ich habe ja PT niemals gespielt, also deswegen ist das für mich nochmal so ein bisschen Neuland. Ja, wer will denn jetzt hier unten im Keller rumlaufen, Alter? Was ist denn hier schon wieder los? Kacke, da kommen wir nicht weiter, ja? Kommen wir auch nicht ran? Ist hier noch irgendwie Stromgenerator? Okay, nichts passiert. Okay. Der hat keinen Saft natürlich, der Stromgenerator. Den Saft werden wir aber kriegen da. Boah, Alter! Hab ich gerade vor der Tür erschrocken, ey. Es sieht kaputt aus, oder? Boah! Alter! Was ist das denn jetzt? Wir sind tot! Lol. Ist doch nicht wahr, oder? Was ist das Place? Lol, wir können aber nicht speichern, ne? Wir können nur Spiel laden machen. Echt? Ach, du Kacke. Automatisches Speichern. Wir sind in der Liste und das ist wahrscheinlich ein Speicherpunkt gewesen, ich Idiot. Aber macht ja nichts. Wir haben ja jetzt alles untersucht. Das ist ja nicht verkehrt. Aber war das hier oder hier? Ich weiß es nicht mehr. Boah, der ist gerade echt gut drauf hier, der Junge. Okay, da sollten wir dann wahrscheinlich nicht kurzzeitig rumfummeln. Und das hier ist jetzt... It feels so strange. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, so eine Art... Speicherpunkt. Hier noch irgendwas eigentlich? Nee, ne? Schrank war auch nichts mehr außer Drugs. Okay, dann holen wir uns jetzt nochmal hier das gute Stück. Doctor's Office war das, ne? Ach nee, hier neben, genau. Kitchen. Da hier direkt drinnen, da ist ja kein Thema. Zack. Ist ein richtiger Rätselmeister, ne? Okay, dann gehe ich jetzt nochmal eben zurück und hole das Ding. Da hilft ja nichts, wir müssen hier lang. Boah. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier die Taschenlampe ein bisschen sparen muss oder nicht. Okay, da wären wir. Okay, jetzt können wir es öffnen. Bin mal gespannt. Okay, ein Ventil haben wir hier. Werkzeug. Okay, ein großes Ventil. Wahrscheinlich für die Pipeline da. Die Frage, wo wir das dann dranhauen können später, ne? Ja, die Tür brauchen wir nicht. Okay, dann speichere ich jetzt nochmal kurz. Es fühlt sich so komisch an, aber es fühlt sich auch geil an zu speichern. Da kannst du sagen, was du willst. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel hier überhaupt geht. Ich guck einfach mal. Oh, Kacke.
Das war jetzt hier der falsche Ausgang. Wieder rein da, wieder rein, ja. Wo denn lang? Ah, hier, okay. So. Ich gehe mal weiter hier. Ja? Nicht in den Keller, wenn es nicht sein muss. Können wir das Ding einschlagen? Kein Geld, ey. Ja, hier können wir jetzt auch nicht rein, ne? Okay. Was war das denn gerade? Ich habe doch da gerade was gesehen. Ah ne, das war nur das Licht, glaube ich. Eine Lichtspielerei. Spirenzchen quasi. In der Mülltonne ist auch nichts. Außer Gestank. Abgehalfterten Gliedern und. Okay, hier müssen wir, dürfen wir jetzt noch nicht rein. Ich gehe mal hier rein. Eine Door weiter hier. So. Nice, Hammer. Jetzt aber, komm. Yeah, wir haben das Wasser abgelassen, super. It looks like broken. Ja, was ist das wohl hier, Freundchen? Medizintechnik. Walter. Okay, Mann. Ich bin echt jetzt gespannt, ob wir jetzt hier dieses Ding da ausmachen können gleich. Ja, sonst können wir hier nicht mehr viel machen, oder? Okay, wir haben bis jetzt noch keine Zahl gefunden, glaube ich. Ich guck mal jetzt, ob wir das jetzt hier betätigen können.